Herr Winkels, Sie sind Literaturkritiker. Da klang gerade schon so eine Kritik von Grass an der Literaturkritik wiederum an. Was war das für ein Verhältnis? Denn bei allem Ruhm hat Grass doch immer wieder auch eine Menge Fett abgekriegt von der Kritik. Na, in seinem Statement gerade war ein bisschen Understatement. Man muss erstens mal sagen, die Gruppe 47 war nicht politisch. Also im Grunde hat sie sich von der Ästhetisierung der Politik im Nationalsozialismus abgewandt und sie wollte Texte lesen, Texte diskutieren, in Texte einsteigen. Das ist mal ganz wichtig, weil immer so ein Fehlurteil über die Gruppe 47 zirkuliert. Dann war man in den ersten Jahren im Prinzip unter sich, die Autoren, und hat erst später die Kritiker, wenn man so will, zugelassen. Und dann kam Ende der 50er Jahre, Gruppe 47 gab es schon 10 Jahre lang, kamen dann Marcel Reich-Ranicki und Joachim Kaiser. Walter Höllerer habe ich eben im Bild gesehen. Und natürlich sind die Profikritiker, zum Teil Professoren, Hans Meyer, der große Philologe, wortgewandt in der Analyse von Texten. Und die haben die Autoren durchaus anschließend, wenn man so will, an die Wand geredet. Was aber auch kein Wunder ist, ein Autor, der sich selber verteidigt mit Argumenten, ist in einer schwachen Position. Und man hat sofort gemerkt, diese Konstellation ist ganz ungut. Und der Einzige, der das wirklich gemeistert hat, kann man von allen hören, die dabei waren, war Günter Grass. Er war derjenige, der ist ein mutiger Kerl, kann man ja bis heute sagen, der im Angesicht des Feindes dann, sozusagen des Freundfeindes, die Stellung gehalten hat und stark argumentiert hat. Und zugrunde gegangen ist die Gruppe 47 ja dann nochmal fast 10 Jahre später dadurch, dass sie immer mehr politisiert wurde. Und das wollte man nicht, aber Grass war eine starke Figur. Welche Rolle haben denn diese Literaten damals in der bundesrepublikanischen Nachkriegszeit gespielt? Weil in dieser Intensität, in dieser Schärfe ist das heute, glaube ich, gar nicht mehr so ganz vorstellbar, auch wenn es jetzt in Lübeck wieder so einen Literatenkreis gibt. Ja, scherzhaft würde ich gerade sagen, sie haben viel geraucht. Wenn Siegfried Lenz, sie konnten eben Heinrich Böll sehen mit einer Zigarette. Grass raucht sein ganzes Leben, er ist 87 geworden. Man hat ihn eben auch mit Helmut Schmidt zusammen gesehen. Also man hat geraucht und die Bundesrepublik kritisiert. Tatsächlich war es eine neue Generation, die erste, die nach dem Krieg angefangen hat zu schreiben. Die Flakhelfer-Generation und die sich herausarbeiten musste aus der Verstrickung mit der Schuld. Einen Ton finden musste, der nicht auf Stunde Null, wir fangen ganz neu an, getrimmt war, der die Gegenwart, diese Verdrängungen, dieses obskure Adenauer-Deutschland, das sich nicht richtig verhalten wollte zu den Verhältnissen in Nazi-Deutschland, da musste man raus. Und da waren ästhetische Prozesse entscheidend. Ich glaube, Grass' Durchbruch als öffentliche Figur hat damit zu tun, dass er eine Sprache gefunden hat, ein Sprechen, in dem Fall ein poetisches, ein ästhetisches Sprechen, das ihm möglich gemacht hat, aus diesen verhunzten Ausdruckskulturen der 30 oder der, von mir sagen wir 12 Jahre im engeren Sinne vorher, auszubrechen und ein neues Feld zu eröffnen. Und das ist ihm stärker gelungen als, sagen wir, Böll und Lenz. Also Grass ist einfach sprachlich viel eigenständiger, konturierter, wenn man so will, auch rabulistischer, rauer als andere.